Darf man fragen, was hier los ist? Na, ja, mega. Tyrox belästigt mich mit seinen... Sie belästigen ihn die ganze Zeit. Wenn einfach ungefragt in mein Haus kommt und die ganze Zeit irgendwas macht, dann regt das ganz schön auf. Und irgendwann rutscht aus Versehen das Schwert in ihren Arsch. Darf ich ihm die Trompete aus der Hand zaubern? Herr Tyrox, darf das junge Mädel bei ihm rein? Ja, das ist... ich auch. Nein. Nein, darfst du nicht. Und ich versuche ihn die ganze Zeit von seinem Haus fernzuhalten. Weil er will die ganze Zeit ihn nerven. Und dann hat er so einen Staub platziert, der alles schwarz macht, und dann kommen da ganz viele Monster raus. Okay. Und also, den Staub will ich mir jetzt auch also, oh Gott. Also, Herr Olaf, ich untersage Ihnen jetzt oder ich verbiete Ihnen jetzt das Zaubern in der Stadt. Hä? Hey. Was hab ich denn verzaubert? Was hab ich denn gezaubert? Dieses komische schwarze Pulver da. Das kam nicht von mir, das kam von Nick. Und ich hab's auch nicht auf dem Boden platziert. Das war, ich hab ihm nie gesagt, dass er hier machen soll, ich meine. Hat er es denn nur gegeben? So. Das ist Teil der Zeit. Ich hab ihm das als Friedensangebot geschenkt und er hat es dann auf dem Boden platziert. Das war nicht meine Schuld und er hätte das nicht machen müssen, was ich ihm gesagt habe. Wenn ich zu ihm sage, er soll aus dem Fenster springen, dann macht er das auch nicht. Doch. Okay, dann mache ich das jetzt allgemein. Ich verbiete fürs Erste das Zaubern in der Stadt. Was? Das war doch bist du verboten. Der Stadtheier? Nein, aber ich bin der... Junge, halt die Fresse! Ja, komm, beiß mich, dann töte ich dich. Komm, beiß mich. Weiß ich nicht, Ich bin der... Ruhe jetzt! Rennen. Ich bin der Leiter der Stadtwache. Derzeit im Grunde das oberste Glied der Kette und damit kann ich das Zaubern hier drin verbieten, zumal der Herr Melvin, der Herr Melvin sowieso dem Herrn Olaf das schon verboten hat, in der Stadt zu zaubern. Okay, gut. Auch das Ding? Was ist das? Ach, das ist ja das, womit man... Ja, nee, das nicht. Ist erlaubt. Aber kann man bei mir auch später kaufen. Mit diesem Zauberstab, den der Herr Olaf hat, darf nicht mehr gezaubert werden fürs Erste in der Stadt. Du hast aber ein langes Schwert. Das hat er zu mir auch schon gesagt. Das ist nicht das Einzige, was lang ist. Was mit meinem Penis? Er hat das gemacht. Ich rede von meiner Zunge. Ja, Sie haben das gemacht, Herr Ramon. Ja, danke. Danke. Ja. Im Übrigen, das hat zweimal Ping gemacht. Ich glaube, da kann man wieder was Ordentliches drauf machen. Ja. Sehr schön. Also, Herr Ramon und Herr Ben, achten Sie drauf, Zaubern ist in der Stadt verboten. Ja. Wenn der Herr Olaf nochmal zaubert, wird er festgenommen. Okay. Falls der Herr Olaf auf alle mit einem Messer losgehen würde und versucht, alle abzustechen, darf ich ihm dann das Messer aus der Hand zaubern? Ja, das dürfen sie. Okay. Wie? Und was, wenn du auf mich losgehst? Dann müssen sie wegrennen. Oder benehmen. Ja, oder benehmen, genau. Du bist aber ein sehr schlaues Gehirn. Wie ist es, da so in so einem Glas zu leben? Das Ding flüstert euch die ganze Zeit zu, ne? Wie was? Wir glauben, es ist auf Drogen. Von wem wurdest du eingesperrt? Ey, ich unterhalte mich hier gerade. Dann ihr unterhaltet dich woanders. Und wie geht's deiner Familie? Egal, ich leg mich noch kurz ein. Gute Nacht. Hast du Frauen und Kinder? Das mag ich. Das ist mir zu creepy gerade. Nee, das ist ja... Das geht schon die ganze Zeit übrigens so, ne? Oder? Seit die Frau da ist. Ich habe sie ja schon mal gesehen und da selbst da war sie merkwürdig. Das könnte fast von Herrn Olaf die Frau sein. Das sehe ich als Beleidigung. Nein, die ist die ganze Zeit in Herr Ramons Haus. Nee, ne? Das war jetzt... Oh, ich hoffe, die reparieren das wieder. Ja, ich weiß ja, wer es war. Es kann nur einer gewesen sein. Dafür, dass
Was? Herr Olaf, der ist da gerade herangerannt. Ich hab's ja gesehen. Und dann ist der andere. Kannst du aufhören, mit unserem Gehirn zu reden? Da war ein Creeper. Das ist mein Gehirn. Das ist dein Gehirn. Ach, das ist sein Gehirn. Bist du so dumm? Richtig. Ja. Wenigstens eine Sache zu begriffen. Ja, das stimmt. Apropos, was hat das Fräulein? Ich bin der weitesten mit Magie, okay? Niemand kann mir was. Das hat doch was Jeder kann mir was. Ich bin der Stärkste hier. Keine Gräber plündern. Wenigstens ist das Gehirn noch ganz nicht wahr. Was hat er wieder gemacht? Ey! Aua. Du bist ein feines. Ich baue das Gehirn gleich ab und werf's weg. Wurdest du auch schon? Oh. Tiger? Guck mal, was ich habe. Guck mal, was ich habe. So. Das ist Bacon. Ist das Fleisch? Hast du dafür ein Tier geschlachtet? Nee, ich habe das. Warte, das ist vegetarisches und das habe ich bei Spinnen gesehen. Also gefunden. Der einzige, der hier Tiere schlachtet, ist Spinnen. 4, okay. Jojo, das ist von Beyond Meat. Bist du zu 2000% sicher? Das ist Beyond Meat. Das schmeckt und fühlt sich wie Fleisch aus. An. Ich habe aber kein Fleisch. Könntest du mal Grundstück gehen? Es schmeckt nur. Aber ist kein Fleisch. Wird mir gerade zu viel. Guten Tag noch. Was haben Sie eigentlich schon irgendwas zu tun in der Stadt? Ben, wo ist es? Ich hab's dir gesagt, ich muss eine Ebene, um die Mönche aufzubauen, damit ich mit den Mönchen kommunizieren kann und dann zu den Mönchen zurückkehren kann. Ist das eine Ordnung? Ich habe keinen Epic. Ich habe zu dir gesagt, ich habe nichts verstanden. Kommen Sie mal bitte mit. So, nochmal bitte. Was? Ich versuche Kontakt zur spirituellen Ebene aufzubauen, damit ich die Mönche kontaktieren kann, damit ich zu den Mönchen zurückkehren kann. Gesundheit. Danke! Nee, aber jetzt mal, hier haben Sie wirklich noch gar nichts zu tun? Sieht so aus. Ich hab Essen. Das geht aber auch irgendwann zur Neige. Ach, ich hab besseres Essen. Ja, das geht auch irgendwann zur Neige. Nein, mein Rucksack ist noch voll davon. Dann geht es zur Neige, wenn Sie alt sind. Ja, über Alter wollen wir nicht sprechen. Sie können ja gerne mal bei der Berufewand gucken, ob sie da was finden, was ihnen liegt. Eine Wand mit Berufen? Ja. Welche? Die Rückseite, die andere Rückseite. Die zwei hier vorne und die Rückseiten davon. Ah. Sie haben jetzt ein bisschen, ja gut, okay. Dann zeig ich mir erstmal, wie alles geht. Hallöchen. Hallo. Jo? Ihre neue Mitarbeiterin? Ich denke, ja. Na, ist es Ihre neue Mitarbeiterin oder nicht? Naja, wenn sie sich gut einstellt. Und wenn nicht? Und wenn nicht, dann... Dann gehe ich wieder zu den Mönchen. Oder so. Ich komme! Was ist? Das habe ich nicht gemacht. Das kann doch wieder der Herr Olaf gewesen sein. Das stimmt. Ach so, ja, hier, Ach so, stimmt, aufstufen. Genau, und ich weiß nicht. Danke. Ich hab so einen Hunter geklatscht, da kam noch so ein Silberschwert raus, wieder mal. Ah, kann ich sehr gut hier brauchen. Warte, schön. Sie hört sich immer noch so an, als ob der Wein anschlägt bei Ihnen, den Sie das letzte Mal bekommen haben. Sie können die Gläser wieder gerne auffüllen. Ach so, das heißt, Sie haben Ihnen den Alkohol gegeben, der ist ja, schon gegen, seit circa einer Stunde drunter. Das ist aber schon Tage her mit dem Alkohol. Nee, den letzten habe ich heute Morgen getrunken. Also heute Morgen. Okay. Das erklärt, warum mein Schwert angesabbert war. Das war dann bestimmt der Herr Olaf. Ja, der Herr Olaf, der hackt schon wieder irgendwas aus. Der bestellt sich wieder haufenweise von dem schwarzen Staub und... Vielleicht sollte man den schwarzen Staub in der Stadt verbieten. Was für schwarzer Staub? Die werfen den schwarzen Staub, den legen die auf den Boden und dann wird da eine schwarze Wolke draus und bekommen da Monster auf. Ich habe den Portal, den Typen dort, den Typen übrigens, da. Übrigens, ich habe mir jetzt einen Epic Bacon erschlichen. Ah,
Herr Alt? Ja? Ich würde Ihnen gerne diesen Staub vorfüllen. Ich habe mir gerade einen besorgt von dem Typen. Dann machen Sie halten das Sie mal. Halten Sie Schwert bereit. Okay, und... Das sind jetzt Monster. Ich geh ins Licht. Ist das so schlimm? Ich geh ins Licht. Wenn's so sieht. Also das sind diese... Ja, also... Glaube. Nee, das ist verboten in der Stadt auf jeden Fall. Das ist ja schwarze Magie. Ja, das hat der Herr Nick, oder ist wie heißt der Typ? Ist schwarze Magie verboten? Ja, und wenn sie jetzt schwarze Magie sagen... Und dann ich habe sogar meinen Zauberstab aus meiner Hand genommen. Das, ich habe den sogar in meinen Rucksack gelegt. Das ist den auch ja nicht ein ja, an. Toll. Das möchte ja sein. Also, das ist in der Stadt verboten. Vielleicht sollten wir das dem anderen Typen auch noch sagen. Das überlasse ich Ihnen. Ja, okay, dann erzähl, dann bring ich ihm das gleich. Die okay. Nacht. Ja. Vorher bringe ich noch ein paar Viecher. Ich brauche die Münze zurück. Ja, ich brauche noch was für die Aufgabe. Ach, kann ja, ich noch sein. Was helfen? Sie können auch aufhören zu nerven. Sie können Ihren Hund mal wegschaffen. Ja, ich glaube, ich zähl mir bald einfach selber einen Hund und halte den auf dem Typen. Machen Sie das, also. Aber nur, natürlich nur, wenn keiner hinsieht.